Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar möchte ich mit euch heute eingelegte Bratheringe machen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch im folgenden Video. Ja, und viel Spaß dabei. Wie ich gerade sagte, wollen wir ja eingelegte Bratheringe machen. Und ja, wir waren in Dänemark und haben ein paar Heringe gefangen. Hat auch richtig Spaß gemacht. Und wir haben die da hinten auch gleich einvakuumiert, wie ihr sehen könnt. Ich habe dann immer so eine Tüte hier genommen, also Vakuumbeutel, zugespeist an beiden Enden und immer so 10 Stück rein. Sind nicht die größten, mehr war aber nicht zu machen. Naja, am besten könnt ihr die verarbeiten, wenn ihr die dann einmal einfriert. Und zwar muss es jetzt nicht so sein wie ich, also ich habe es vakuumiert, wie ich gerade schon erwähnte. Ja, aber für mich ist das die beste Alternative, ja, um von Dänemark hier nach Deutschland zu kommen und dass der Fisch nicht schlecht wird. Und vor allen Dingen, wenn er einmal eingefroren war oder wenigstens eine Nacht im Kühlschrank gelegen hat, dann wird das Fleisch fester und man kann es einfach besser verarbeiten. So, bevor wir jetzt mit dem Ganzen starten können, müssen wir die erstmal einmal schön nochmal, ja, abwaschen. Von innen und von außen. Und dann habe ich mir hier so ein Küchentuch hingelegt und da können wir die dann wunderbar gleich drauflegen zum, ja, Abtrocknen. Ja, ich komme jetzt zur Zubereitung bzw. zum Behandeln des Fisches und ich mache das immer beim Bratheringen so, dass ich die sofort filetiere, müsst ihr aber nicht, ihr könnt sie auch so einmehlen und dann in eine Pfanne hauen, aber ich mache hier immer noch an der Mittelgräte einen Schnitt, so dass ich die Filets hinbekomme, ist auch ganz einfach. Habe ich euch in einem anderen Video gezeigt, wie man das macht. Zieht mal ganz normal runter, hier nochmal einschneiden, wieder an der Mittelgräte. Aber wie gesagt, das habe ich in einem anderen Video schon erklärt. So, wenn wir die jetzt schön reingelegt haben in das Gefäß einzeln, also so verteilt auf dem Boden, dann braucht ihr normale Haarmilch, 1,5 Liter Fett. Und dann müssen die Heringe quasi so weit aufgefüllt werden, dass alle unter der Milch, ja, quasi versteckt sind, sozusagen begossen sind. Das sind dann in der Regel so 1 Liter bis, oder sagen wir mal 750 Milliliter bis 1 Liter Milch, damit dann alle gut bedeckt sind. So, wenn ihr die bedeckt habt, sieht dann quasi so aus, seht ihr, dann das Gefäß für eine Nacht im Keller, wo es schön kühl ist, so bei 5 Grad, oder in den Kühlschrank. Ja, und wie gesagt, ihr braucht es nicht filetieren, ihr könnt die auch so ganz lassen, Kopf ab, ja, die Innereien raus und dann könnt ihr die genauso trocken tupfen und hier einlegen, ist überhaupt kein Problem. So, wir sehen uns morgen früh oder morgen dann wieder, wenn wir die dann quasi braten. Ja, endlich sind die 24 Stunden um. Der Hering hat unten im Keller bei mir gelegen, in der Milch, hatte ich ja gestern alles beschrieben und ja, ich habe den jetzt einfach da rausgeholt und ein bisschen trocken getupft mit dem Küchentuch. Also Zewa. Und jetzt wollen wir das Ganze schön ordentlich, ja, mit Zitrone einreiben. Und danach nochmal schöne Prise Salz drauf. Ja, wie ihr seht, das Öl ist jetzt schon schön heiß. Und ja, wir fangen jetzt an, die Heringe in Mehl zu wälzen und dann ab in eine Pfanne. So, wie ihr seht, wir haben die Heringe jetzt hier in der Pfanne. Und ungefähr 7 bis 8 Minuten müssen die so auch, ja, braten. Ja, wie ihr seht, das ist jetzt schon der Sud dafür, beziehungsweise der Essigsud. Ja, was wir da alles für benutzt haben, ich habe euch jetzt erspart, da irgendwie zu zeigen, wie ich es da reinpacke. Also wenn es jetzt gleich kocht, dann packen wir noch die Zwiebelringe dazu. Ich hoffe, man kann sie hier sehen. Genau, die packen wir gleich noch zu. Habe ich eben, ja, schön gehobelt. Und ja, also was da jetzt genau alles drin ist, das kann ich euch aber auch nochmal unten drunter schreiben oder wie ihr es möchtet, schreibt es in die Kommentare. Ich sag's euch nochmal ganz kurz. Es sind 300 Milliliter Essig drin, etwa 750 bis 800 Milliliter Wasser habe ich das dann mit, oder damit habe ich es dann vermengt. Ein Teelöffel Salz, 130 Gramm Zucker, 2 bis 3 große oder mittelgroße Zwiebeln. Ich habe jetzt einfach 2 große genommen, 2 Lorbeerblätter habe ich ein bisschen zerkleinert. 2 gestrichene Esslöffel Senfkörner, 1 Teelöffel Wacholderbeeren, einen halben Esslöffel schwarzen Pfeffer und hier nochmal was ganz Besonderes, einen halben Esslöffel von Kampotpfeffer in Rot. Müsst ihr aber nicht, ihr könnt aber auch weißen nehmen, kein Thema.
Ja, das Ganze lassen wir jetzt schön aufkochen und rühren das auch so ein bisschen durch. Und wenn das jetzt gleich schön aufgekocht ist, beziehungsweise wenn es jetzt gleich am Kochen ist, dann geben wir noch die Zwiebelringe dazu und dann lassen wir es so 8 bis 10 Minuten, lassen wir es dann bei nicht zu großer Hitze durchkochen. So wie ihr jetzt seht, ich habe 8 bis 10 Minuten, also um die 8 Minuten habe ich es durchkochen lassen, bei einer normalen mittleren Temperatur. Jetzt müssen wir das Ganze schön abkühlen lassen und in der Zeit können wir aber schon hier unten die erste Lage von dem Brathering reinlegen. Ich schiebe das mal gerade so ein bisschen an die Seite. Nehmen wir dann so und dann die ganzen Heringe, die gebratenen, hier unten verteilen. So, ihr seht, ich habe das jetzt hier so alles ein bisschen verteilt. Und wenn das gleich schön hier abgekühlt ist, sprich der Sud, dann schütten wir den Sud gleich darüber. Aber das machen wir gleich gemeinsam. Also bis gleich. So, wie ihr seht, wir hatten ja eben die Bratheringe schon hier in dieses Gefäß reingepackt. Unser Sud ist jetzt schon erkaltet. Und den gießen wir da jetzt drüber. Mit den Zwiebeln logischerweise, alles was im Pott drin ist. So, und dann schön verteilen. Ja, und jetzt kommt das Schlimmste an der ganzen Sache. Jetzt müssen wir wirklich 3 Tage lang das Ganze unten bei mir im Keller ziehen lassen. Ihr könnt es aber auch im Kühlschrank stellen, wie ihr wollt. Ich habe dazu nochmal so einen Deckel drauf. Und wenn ihr sowas nicht habt, dann macht ihr einfach so ein bisschen Klarsichtfolie oben drüber, 1-2 Löcherchen rein, dass ein bisschen Luft reinkommt und alles ist gut. Ja, wir sehen uns nach 3 Tagen wieder und dann lassen wir uns schmecken. Ich freue mich total. 3 Tage sind endlich umgegangen und jetzt ganz locker weg werden wir mal die Dose öffnen. Und ihr seht, das sieht richtig lecker aus. Ich will mal gerade eine Gabel besorgen, so. Kratzen das mal so ein bisschen an der Seite hier. Das sind richtig schöne Sachen. Hering vom Allerfeinsten. Ihr seht selber, schwer ist es nicht, das selber zu machen. Und wie gesagt, das lohnt sich auf jeden Fall, weil selbstgemachtes schmeckt einfach am besten. Ich habe das mal ganz kurz hier auf so ein Brötchen angerichtet. Jetzt nicht gerade der super Deko-Doktor, aber ich denke, ihr werdet sehen. Ja, so kann man sein oder das Brötchen genießen. Und das werde ich jetzt auch gleich tun. Mir läuft nämlich schon das Wasser im Mund zusammen. Ja, und ich möchte mich auf diesem Wege erstmal recht herzlich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachmachen. Und wenn ihr andere Ideen habt oder sonst irgendwie was, dann schreibt es unten in die Kommentare. Gebt mir ein Abo, gebt mir ein Like. Da würde ich mich sehr darüber freuen und ich weiß, dass ich weiterhin so schöne Videos machen kann. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.